Um ehrlich zu sein, ich wollte nicht darüber reden, weil egal was ich sage, es werden genug Leute sein, die dagegen sind. Aber weil letzte Woche so viel gefragt wurde und so viele darüber reden, ich habe gesagt, ich muss mich jetzt äußern und Bezrat Hashem, dass auch ihr wisst, was meine Meinung ist. Bezüglich, es geht um die Impfungen. Über die Impfungen, impfen ja, impfen nein, jetzt kommt schon die dritte Impfung, ist jetzt schon da und bald kommt die vierte, fünfte, wer weiß, bis zu wievielten Impfungen wir kommen werden. Tausendste Impfung, es ist schon langsam wie beim iPhone. Ja. 4, 4S, 5, 6, 7, X, vielleicht auch so bei den Impfungen wird es sein. Es ist so, es gibt... Heutzutage gibt es jetzt die Geimpften und die Ungeimpften. Ist legitim, bei jeder Sache gibt es immer die machen und die nicht machen. Das Problem ist, dass es ist nicht nur die Geimpften und die Ungeimpften, sondern es kommt schon langsam dazu, dass es gibt Leute, die extrem für die Impfung sind und andererseits Leute, die extrem gegen die Impfung sind. Nicht nur das. Die Gesellschaft beginnt sich langsam zu spalten, ja, auch in der Gemeinde, die Leute spalten sich und das Schlimmste ist, dass manchmal sogar in der Familie, in einer Familie drinnen selbst gibt es Leute, die sind dieser Meinung und Leute sind anderer Meinung. Wenn es nur Leute, die einer ist dieser Meinung, der andere ist eine andere Meinung wäre, dann hätte ich gesagt, nur, seder. Aber das ist endet nicht damit. Ja, es sind Leute, die hart für ihre Meinung kämpfen und leider Gottes diese Spaltung, die bringt zu nichts Gutem. Das ist wirklich was Schlechtes. Jetzt, Tachlis, Kvodarab, impfen lassen oder sich nicht impfen lassen. Es ist so, es ist kein Geheimnis und jeder weiß, heutzutage bereits jeder weiß, dass niemand etwas weiß. Und diejenigen, die sagen, ja, ich bin mir hundertprozentig sicher, es gibt kein hundertprozentig. Wir sehen alle, jeder sieht, es sind leider Gottes, sind Leute gestorben ohne Impfung, sehr, sehr viele. Und leider auch Leute mit Impfung sind auch gestorben. Und das ganze Problem, es gibt so viele Verschwörungen heute, dass du schon beginnst langsam verrückt zu werden. Du denkst, Moment, irgendwie, aber auch schon, es ist die Verschwörung. Wann kommen die Verschwörungen? Ja. Wann sind die Verschwörungen da? Die Verschwörungen sind meistens da bei Sachen, die unklar sind, die ungewiss sind, die neu sind. Ja. Neil Armstrong, der Erste, der auf dem Mond war. Ja. Und man hat Fotos gemacht und Video, er war auf dem Mond und ein kleiner Schritt für die Mensch, ein kleiner Schritt für den Mensch, ein großer Schritt für die Menschheit. Ja? Und im Endeffekt, man zeigt beim Video, Moment, warum die Flagge, von wo kommt der Wind auf der Flagge und wer hat ihn fotografiert und das Ganze ist fake. Und das. Noch einmal, wann kommen diese Verschwörungen? Kann sein, dass es stimmt, kann sein, dass es nicht stimmt, aber wann kommen die Verschwörungen? Wenn etwas Neues ist, wenn etwas Unklares ist. Jetzt hier mit Corona. Es ist neu. Es ist neu. Es ist schon fast 2 Jahre, ja, aber es ist neu. Es ist unklar. Auch bei den Impfungen, da kommt immer wieder eine neue Mutation und immer wieder was Neues. Unklar. Hilft es nicht? Wir wissen nicht. Ich als gläubiger Mensch, als gläubiger Jude, für mich ist wichtig ein Punkt. Ich weiß, egal was ich mache, ob ich mich impfen lasse oder ich mich nicht impfen lasse, ob ich dies oder jenes tue, ich muss mich nach 120 Jahren rechtfertigen vor Gott. Das heißt, ich habe ein Gebot, ein sehr strenges Gebot. Ich muss auf mein Leben aufpassen. Ich muss mich hüten. Das heißt, wenn ich krank bin, muss ich zum Arzt gehen. Wenn ich ein Medikament einnehmen muss, dann muss ich ein Medikament einnehmen. Andererseits, ich darf auch kein Gift einnehmen und ich darf mich selbst nicht töten. Das heißt, für mich als gläubiger Jude, als gläubiger Mensch, für mich ist wichtig, sterben muss sowieso jeder.
Jeder, das was hier aufgeschrieben ist, wann der Mensch sterben muss, dann wird er sterben. Keine Sekunde früher, keine Sekunde später. Ob es mit Corona ist, ohne Corona, mit Impfung, ohne Impfung. Es gibt so viele andere Krankheiten noch und so viele andere Sachen. Das, was hier entschieden wird für den Menschen, auf deiner Stirn was steht, wann du sterben musst, dann stirbt der Mensch. Nur, wichtig ist, dass ich nicht selbst schuld an meinem Tod bin. Das heißt, wenn ich hinaufgehe in den Himmel und im Himmel kann man mir nachher sagen, Moment, wieso hast du dich nicht impfen lassen? Deswegen bist du gestorben. Kann sein das. Oder umgekehrt. Man kann fragen, wieso hast du dich impfen lassen? Wusstest du nicht, dass das Gift ist und deswegen bist du gestorben? Man wird sich rechtfertigen müssen. Das Problem ist, niemand, ich sage jetzt fast niemand, weiß, was im Himmel entschieden wird, was im Himmel man mich fragen wird. Ob es jetzt so oder so ist. Im Moment, ist jetzt die Impfung ein Gift oder ist sie ein Heilmittel? Niemand, jetzt, jeder wird jetzt von sagen, ja, nein, ich weiß, für seine Meinung, ja, ich weiß, das ist ein Gift. Ich bin hundertprozentig überzeugt, ich habe hier Ärzte gefragt und andere werden sagen, nein, ich bin hundertprozentig überzeugt, ich habe Ärzte gefragt. Aber was ist im Himmel, Tachlis? Im Himmel? Ist das jetzt, gilt es jetzt als Pflicht, sich impfen zu lassen oder gilt es als Verbot, sich impfen zu lassen? Der Talmud sagt uns Folgendes. Was ist die Entscheidung im Himmel? Die Entscheidung im Himmel ist das, was hier die hohen Autoritäten, die Rabbiner, das Rabbinat, was sie hier auf Erden entscheiden, sagt Gott, ich entscheide das dementsprechend. Zum Beispiel, wir haben ein Gebot mit dem Neumond. Damals hat man den Neumond, müssten zwei Zeugen kommen vor den Gerichtshof und sagen, wir haben den Mond gesehen. Und wenn das Gericht sagt, ja, dann ist es Mekudash Neumond. Und alle Feiertage werden dementsprechend, was das Rabbinat entschieden hat, dementsprechend werden sie auch berechnet. Das heißt, wenn heute Neumond ist, nehmen wir an, wir sind jetzt im Monat Tischrei, dann in 10 Tagen ist Yom Kippur. Was passiert aber, wenn zwei Zeugen gekommen sind und das Gericht angelogen haben, sie betrogen haben? Wir haben den Mond gesehen, aber sie haben ihn nicht gesehen. Und das Gericht hat unabsichtlich einen Fehler gemacht. Kann passieren, wir sind Menschen. Auch die Rabbiner, auch die großen Autoritäten, auch sie sind Menschen. Auch sie können sich irren und irregeführt werden. Ich wiederhole, auch die obersten Autoritäten, auch sie sind Menschen, sie können sich irren und irregeführt werden. Aber Gott sagt so, Ele Moadei Hashem asher tikreu otam bemoadam. Das sind die Feste, die Feiertage, die ihr nennen werdet. Welche ihr nennen werdet jetzt? Otam, sie, steht geschrieben, ohne Wab, Atem, ihr. Das heißt, Gott sagt, das, was ihr, die Rabbiner, das Rabbinat, was ihr hier auf Erden entscheidet, das entscheide ich im Himmel. Das heißt, wenn heute zum Beispiel nicht Neumond ist, Neumond war schon gestern oder ist erst morgen. Neumond ist erst morgen. Und Leute haben das Rabbinat, die Rabbiner, irregeführt und gesagt, heute, wir haben den Mond gesehen, heute ist Neumond. Und das Rabbinat hat entschieden, Neumond, Rosh Chodesh, dann ist heute Neumond. Auch im Himmel. Aber Moment, in 10 Tagen ist Yom Kippur. Das heißt, aber in Wirklichkeit ist es erst in 11 Tagen Yom Kippur. Das heißt, die Leute werden fasten an dem Tag, wo sie nicht fasten sollen, sondern essen, der 9. Und sie werden essen, wo sie fasten müssen. Trotzdem sagt Gott, das, was hier auf Erden das Rabbinat, die Rabbiner entschieden haben, das entscheide auch ich. Dementsprechend entscheide ich. Nun, da müssen wir jetzt wissen, was haben hier die Rabbiner hier entschieden bezüglich der Impfung? Soll man sich impfen lassen oder soll man sich nicht impfen lassen? Auch da gibt es leider zwei Meinungen. Nicht zwei Meinungen, sondern ich sage jetzt genau, was ich damit meine. Man hat mir geschickt ein Urteil von mehreren Rabbinen, die unterschrieben haben, dass es verboten ist,
die Impfung, Corona-Impfung einzunehmen, dieses Gift, und das ist schädlich, tödlich, die Frauen können nachher nicht fruchtbar werden und so weiter und so fort. Deswegen 10 verschiedene Rabbiner haben dort unterschrieben, dass es verboten ist. Auch diese Woche, vor ein paar Tagen, habe ich auch bekommen noch eine Mail. Dort steht geschrieben, dass in Amerika ein Rabbinatsgericht hat einen Beschluss festgelegt und bestimmt, es ist verboten, sich impfen zu lassen. Rufzeichen, Punkt. Und derjenige, der sich impfen lässt, ist ein Mörder, Selbstmörder, ta-ta-ta-ta. Jetzt, die Namen von dieser Rabbiner, ohne sie jetzt, ich kenne sie nicht. Ich kenne sie nicht. Und es sind nicht die berühmten, die großen Rabbiner der Autoritäten, welche fast alle kennen. Andererseits, fast alle, ich sage fast, weil ich habe nicht alle jetzt im Kopf, aber fast alle große Autoritäten heutzutage, wenn wir beginnen, sowohl bei den sephardischen, auch bei den aschkenasischen, jemeniten, marokkanischen, georgischen, fast alle große Autoritäten sind einer Meinung, man muss sich impfen lassen. Man muss sich impfen lassen, egal wie viele Stiche es sind, 1, 2, 3, wenn es 4, 5, 6, ja. Es sei denn, der Rabbi Yitzchak Yosef hat noch betont, wenn man keine Antikörper hat. Wenn jemand Antikörper hat, nun, dann soll er seinen Rabbiner fragen oder seinen Arzt fragen. Aber ansonsten, ja, man muss sich impfen lassen. Wer sind diese großen Autoritäten heutzutage? Rabbi Yitzchak Yosef, Rav Chaim Kanievski, Rav Chaim Rebbe, Rav Shalom Cohen, Rav Ben Zion Muzafi. Die Liste ist noch lang. Die Liste ist noch lang, und es sind auch Rabbiner, die fast jeder orthodoxe, gläubische Jude kennt. Das sind keine No-Name, so wie vorher beim amerikanischen Rabbinat oder bei den anderen Rabbinern, wo du vielleicht zwei, drei Namen habe ich gehört, aber selbstverständlich, mit vollem Respekt zu denen, ich will sie nicht herabwürdigen und ich will sie jetzt nicht unterschätzen, aber trotzdem mit vollem Respekt, kein Vergleich zu den riesengroßen Autoritäten, zu den großen Rabbiner-Autoritäten, man kann sie gar nicht vergleichen, eine mit den anderen. Steht doch im Talmud geschrieben, wenn du einen Zweifel hast und du fragst zwei Rabbiner, der eine sagt A, der andere sagt B, als allererster schau, welcher Rabbiner ist größer. Talmud Abu Dazara, Seite 7, kann man nachschauen. Schau zuerst, wer größer ist. Wenn du siehst, wenn du nicht weißt, wer größer ist, nun, dann gibt es andere Vorschriften dafür. Aber als allererstes, schau, wer größer ist. Mit vollem Respekt zu den Rabbinen, zu den No-Name-Bet-Din und Gerichtshof, das irgendwas entschieden hat, man kann es nicht vergleichen mit allen großen Autoritäten. Darum, Chasve Shalom jetzt, ich bin da noch, meine Meinung ist jetzt momentan egal, aber ein gläubiger Jude, dem wichtig ist zu wissen, was zu tun ist, oder dem wichtig ist zu wissen, was im Himmel von dir verlangt wird, nehmen wir an jetzt, diese Impfung, sie war gut. Sie war gut und sie hat Leben gerettet. Und jemand, der sich nicht impfen lassen hat, ist gestorben. Er kommt in den Himmel. Man fragt ihn, du warst zwar ein Zadik, aber du bist ein Selbstmörder. Ich ein Selbstmörder, warum? Du hast dich nicht impfen lassen. Ja, aber ich habe so einen Brief bekommen, wo Rabbiner unterschrieben haben. Kennst du diese Rabbiner? Nehmen wir an, er wird sagen, ja, ich kenne sie. Das sind Otakoi Super Rabbiner. Aber kennst du doch die anderen, die großen Autoritäten? Ja, ich kenne sie. Warum hast du nicht auf sie gehört? Sie sind ja viel, viel größer als der eine Rabbiner oder der andere, die auf diesem Blatt unterschrieben haben. Und die sind auf jeden Fall viel, viel größer von dem No-Name-Bet-Din in Amerika. Auf jeden Fall, du musst auf die Großen hören. Seine Lage wird nicht so gut sein. Andererseits, derjenige, der sich impfen lassen hat,
Und nehmen wir an, diese Impfmittel war ein Gift, ist gestorben. Er kommt in den Himmel. Man wird ihm sagen, du, warum hast du dich impfen lassen? Es ist ja Gift, du hast du nicht gesehen. Was? Entschuldigung, ich habe den Großen gehört. Wird man ihn da verurteilen, weil er den großen Rabbinen gehört hat? Es steht ja geschrieben, was ich vorher gesagt habe. Im Himmel entscheidet man laut dem Rabbinat, laut den Rabbinen, die hier was entscheiden. Und selbstverständlich auch im Himmel. Wenn man sieht, die großen Autoritäten und die kleineren, dann im Himmel wird man auch auf die größeren, die Entscheidung der größeren achten und nicht auf die Entscheidung der kleineren. Darum, ich bin jetzt nicht gekommen, um zu sagen, sich impfen lassen oder nicht impfen lassen. Ich persönlich, ich lasse mich impfen. Ich lasse mich impfen, aber den Punkt, auf den ich kommen will, zumindest, jeder soll seinen Rabbiner fragen. Seinen Rabbiner fragen, impfen lassen oder nicht impfen lassen. Nicht nur das, auch bei anderen Angelegenheiten. Frag den Rabbiner. Mach keine Streitereien bei dir zu Hause, keine Streitereien in der Gesellschaft, in der Gemeinde. Warum? Du hast deine Meinung, bleib mit deiner Meinung, lass die anderen in Ruhe. Aber ein Tipp noch, wenn du siehst, dass dein Rabbiner abweicht von dem, was die großen Rabbiner sagen, ein guter Tipp, dann wechsel nach dem Rabbiner. Weil auch der Rabbiner, bei uns Juden, wir sind verknüpft immer mit der vorigen Generation. Und Gott hat uns ein Geschenk gegeben, Talmud Megillah, Seite 11. In jeder Generation hat Gott gegeben, die Hirten, die uns hirten, ja? Unsere Hirten, jede Generation, es gab Mordechai und Esther, es gab Hananiah, Mishael, Azariah, es gab Moshe Rabbeinu, es gab, und jede Generation, bis zum heutigen Tage, gibt es immer große Rabbiner, große Autoritäten, auf dem sich das Volk verlässt. Und deswegen, bitte keine Machloket machen, bitte keine Streitereien machen, umso mehr nicht in der Familie selbst. Das ist schrecklich, das ist wirklich. Darum, Bezat Hashem, Gott soll uns allen geben, eine gute Genesung, Refuah Shlema, Refuah Tanefesh, Refuah Taguf, und Bezat Hashem, dass niemand von uns krank wird und dass wir bald schon keine Impfungen mehr brauchen werden und keine anderen Sachen, sondern dass wir alle ganz gesund bis 120 leben.